Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Thorsten an. Dieser hat über Durex geschrieben, welches er mit 4,5 Sternen bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. In dieser Woche komme ich mit einem ungewöhnlichen Thema um die Ecke: Kondome. Eingehen möchte ich auf die beiden wohl bekanntesten Hersteller Durex und Billy Boy. Den Anfang machen wir heute mit Durex. Es soll dabei nicht ausschließlich um die Kondome gehen, sondern mehr ein Überblick über das komplette Sortiment sein sowie allgemeine Informationen. Alles begann 1915 mit der Gründung der London Rubber Company unter L.A. Jackson. Damals beschränkte sich das Sortiment auf Zubehör für Herrenfriseure und importierte Kondome. Schon 1929 ließ die Firma den Markennamen Durex eintragen und 3 Jahre später wurde die erste Kondomfabrik eröffnet. Die ersten Kondome bestanden allesamt aus Latex. In den 50ern wurde das erste befeuchtete Kondom auf den Markt gebracht. In diesem Jahrzehnt gehörte Durex bereits zu den ersten, die elektronische Testverfahren für Kondome entwickelten und auch anwendeten. Der nächste Meilenstein waren anatomisch geformte Kondome. In den 70ern machte sich Durex einen Namen, denn sie betrieben weltweit als erste Marke Werbung für Kondome. 1995 stellte Durex die bunten, aromatisierten Kondome vor, die wohl jeder mittlerweile kennt. Bis dato waren alle Produkte noch aus Latex bis 1997, wo latexfreie Kondome entwickelt wurden. Diese waren besonders bei Allergikern beliebt. Das neue, nicht allergieauslösende synthetische Polytyran ist sogar weicher und elastischer. In den letzten 10 Jahren begann das Unternehmen dann damit, das Sortiment um Spielzeuge und Gleitgele zu erweitern. Außerdem sind sie auch sehr aktiv beim Betreiben von Umfragen und sie beteiligten sich ebenfalls an der Condom-Size-Kampagne der Vereinigten Nationen. Im Sortiment gibt es insgesamt 10 verschiedene Sorten von Kondomen, wobei eine latexfrei ist. Natural Feeling ist das latexfreie Kondom und wirbt damit, dass es sich eben ganz natürlich anfühlt. Das Material Real Feel, wie es liebevoll getauft wurde, soll ein Gefühl vermitteln, als ob man kein Kondom trägt beim Sex. Es wurde mit einem unaufdringlichen Geruch versehen. Durex Gefühlsecht. Diese Kondome zeichnen sich dadurch aus, dass sie dünner als die anderen Durex-Gummis sind. Die Easy-On-Pass-Form soll für sicheren Sitz und ein intensives Erlebnis sorgen. Pleasure Max. Die Pleasure Max-Serie besitzt Noppen und Rippen am Verhütungsmittel. Die Rippen am unteren Ende zielen auf eine intensive Stimulation der Klitoris ab. Sie sind transparent und befeuchtet. Performer. Merkmal der Performer-Reihe ist ein benzokinhaltiges Gel in der Kondomspitze, welches dem Mann hilft, den Höhepunkt hinauszuzögern und die Erregungsphase zu verlängern. Es ist also die optimale Wahl für Paare, die Schwierigkeiten haben, einen gemeinsamen Höhepunkt zu erreichen, weil es schon deutlich früher fertig ist. Invincible. Die Invincible sind die dünnsten Kondome, die Durex anbietet, für ein besonders intensives Empfinden. Emotions. Die Emotions sind zart und extra feucht mit einer extra Gleitgel-Beschichtung. Die Easy-On-Passform sorgt für leichtes An- und Ausziehen. Love. Diese Kondome haben wohl junge Leute als Zielgruppe, denn sie sind ideal für die aufregende Neuentdeckung der jungen Liebe. Der extra feste Sitz des Kondoms soll für ein sicheres Gefühl sorgen. Fun Explosion. Fun Explosion ist eine Mischung aus einigen Emotions, Pleasure Max und einem Verhüterei mit Erdbeeraroma. Alle Durex Verhütungsmittel lassen sich mit den Gleitgelen kombinieren. Gleit- und Erlebnisgele. Unter dem Namen Durex Play findet man die ganzen Gleitgele. Diese haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt aromatisierte Gele, die zum Beispiel mit Erdbeergeschmack versetzt wurden. Es gibt Gele, die wärmend sind. Andere kann man nicht nur als Gleitgel verwenden, sondern als Massagegel. Und das pflegende Gleitgel wurde mit Aloe Vera versehen. Das Natural Feeling Gleit- und Erlebnisgel ist das Pendant zum Natural Feeling Kondom und wirbt damit, sich durch die Konsistenz besonders natürlich zu verhalten. Play Perfect Gleit ist mit Silikonen angemischt und hat somit besonders langhaltend volle Gleitkraft. Das spezielle Stimulationsgel für Frauen soll zu mehr Lustempfinden beim Orgasmus führen, durch Inhaltsstoffe, die Sensibilität der Klitoris erhöhen. Sexspielzeuge. Der Play Pure Fantasy Vibrator sorgt mit stufenlosen, einstellbaren Vibrationsstärken für ein optimales Erlebnis bei den Frauen. Play Delight ist die kleine Version, ein unauffälliger, aber dennoch leistungsstarker Vibrator im Mini-Format. Besondere Merkmale. Diskret und lautlos. Der Pleasure Ring wird verwendet, um eine Erektion länger zu erhalten. Des Weiteren gibt es noch den Vibrations- und Stimulationsring, welcher 20 Minuten lang vibrierende Lust und Erregung schenkt. Definitiv etwas für experimentierfreudige Pärchen. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Durex gemacht, dabei kann ich mich allerdings ausschließlich auf die Kondome beziehen.
Ich mag, dass sie regelmäßig neue Sachen herausbringen, die sich auch tatsächlich unterschiedlich beim Sex anfühlen. So kann immer etwas Neues neuen Wind hereinbringen, um Aufregung und Spannung zu erhalten. Ich greife mit ruhigem Gewissen zu diesen Kondomen, da ich von der Qualität überzeugt bin. Natürlich stehen im Regal noch Konkurrenten, die auch durchaus günstiger sind, aber mein Vertrauen gehört dann doch zu den Marktführern wie bei eben Durex. Bei anderen Billigprodukten wäre dann einfach die Angst größer, dass es doch mal reißt, auch wenn es wahrscheinlich eine komplett unbegründete Angst ist, da diese ja genau getestet werden müssen, wie andere auch. Ich beziehe die Kondome meistens auch über das Internet, da diese dort wie gesagt günstiger sind, vor allem wenn man gleich in größeren Mengen kauft. Aber Achtung! Auch Kondome haben ein Verfallsdatum und daran sollte man sich halten. Da kann keine Garantie mehr für das Material und dessen Beständigkeit übernommen werden. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.